Hör mal, ich erzähle ja jetzt immer so, ich wäre Pastor. Und ehrlich, ich habe meinen Freund Holger schon sehr häufig sehr blöde gucken sehen. Häufig im Zusammenhang mit meinen wohlgesetzten Gedanken. Aber sein Blick jetzt zeigt mir deutlich, dass ich eine Tür in eine neue Dimension aufgemacht habe damit. Was? Naja, also pass auf, ich erzähle immer, dass ich jetzt mal so, dass ich Pastor bin. So Priester, ja, das habe ich verstanden, ich bin nicht schwerhörig, Alter. Dieses Was war ein Ausdruck von Entsetzen. Hör mal, du bist nicht mal getauft. Was soll der Scheiß also? Ja, ich bin noch Single. Der Gesichtsausdruck geht übrigens noch blöder. Entschuldige, ich kann der Fülle deiner Gedanken nicht ganz folgen. Aber ich sehe da wirklich keinen Zusammenhang. Ehrlich, vielleicht brauchst du mal einen Arzt oder so. Hey, nee, Mann, ich habe mir das genau überlegt. Ja. Das ist, ich erzähle das wegen der Frau. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum ihm das nicht sofort eingeleuchtet ist. Ist doch sonnenklar, bei euch hat es ja auch gleich gezündet. Aber natürlich bei ihm keine Reaktion. Keine Reaktion, Augenrollen. Ein bisschen. Hey, doch so, ich habe mir das genau überlegt, das funktioniert ja, das ist so wegen dem Zuhören und dem positiven Eindruck, Vertrauen, weißt du, Vertrauen, Hilfsbereitschaft ausdrücken, das wirkt unheimlich anziehend. Irgendwie klinge ich flehentlich, finde ich. Holger dreht den Kopf zur Seite, so Richtung Theke und sagt, machst du nochmal 2 Bier und 5 Jägermeister für ihn hier aus medizinischen Gründen, ach so, und eins noch, du, wenn es schnell geht, das wäre jetzt gerade gut. Stille. Nach nur 2 Minuten kommt Amir, mein persischer Lieblingswirt, an den Tisch und stellt so diese Getränkeansammlung vor uns hin. Er hier, sagt Holger. Er erzählt jetzt übrigens, er wäre Pastor. Und deutet dabei ein bisschen zu abschätzig auf mich. Amir blinzelt mich an, schaut dann wieder Holger an und sagt, oh, ja. Geht vorbei. Das ist alles Sache vom Glaube. Ja, das höre ich den Mann sagen, den ich bis eben für meinen Lieblingswirt hielt. Tja, wohl wahr, meint Holger. Und? Schon Erfolg gehabt? Ich habe doch noch gar nichts getrunken. Nee, das meinte ich nicht. Ach so, das? Ja, nee. Doch, das läuft gut. Also das, gerade letzte Woche, da habe ich eine ganz nette Kneipenbekanntschaft hier gehabt. Also wir haben uns voll gut unterhalten. Und so. Und? Geht was? Ja, war ganz nett, aber war nicht so mein Typ. Ja, war 65. Das hat aber gut geklappt. Das mit diesem Pastor, das hat gut geklappt. Holger verdreht die Augen. Doch, nee, ehrlich, also die hat mir gleich von ihrer Therapie erzählt. Das ist doch unheimlich persönlich, oder? Ja, sicher, hast du die Nummer gekriegt? Ja, natürlich habe ich die. Nicht von der Frau, von der Therapeutin, das könnte dir auch helfen. Und ehrlich, ich hasse das, wenn er das macht. Ich meine, wenn mir das wichtig ist, wenn ich in meinem Leben mal was auf die Bahn kriegen will, dann kommt er wieder. Ja? Negative Beurteilung über mich. Ach Mann, er nimmt dann sein Bier. Ich will dir mal was erklären. Und ehrlich gesagt, das ist das, was ich noch mehr hasse. Ja, also neben dem Fertigmachen, wenn dann fremde Erklärungen über mein Leben kommen. Ich kippe vorsichtshalber einen der Jägermeister in Erwartung des Unvermeidlichen. Boah, der ist natürlich wieder nur aus dem Kühlschrank. Und sehe Holger an. Ey, hör mal, kann das sein, dass du dich einfach nicht lieben lassen kannst? Verwirrt setze ich das leere Glas nochmal zum Trinken an. Hertha, das ist doch Unsinn, ey. Darum geht's mir doch gerade, um Liebe. Holger nimmt nochmal an sein Bier. Korrigier mich, aber du versuchst gerade ein Bild von dir zu malen, was du nicht bist, und irgendjemand soll das dann lieben, und bei dir habe ich manchmal das Gefühl, dass du selber glaubst, das tun zu müssen, damit du liebenswert bist. Ich schlucke.
Hey, kannst du das mal lassen? Olga scheint allerdings durch mich hindurch zu schauen. Hey, nur, dass du mich richtig verstehst, Alter, ist mir eigentlich scheißegal, ob du in deinem Leben klarkommst. Ob du dich da in deinem Wolkenkuckucksheim verlierst, in diesem Scheiß da. Wolken des Unverständnisses umkreisen meinen Kopf. Ich stelle das Glas, das ich immer noch in der Hand halte, sachte auf den Tisch. Ja, Ari hat recht. Das ist eine Frage des Glaubens. Hey, was soll denn das jetzt? Wird das jetzt hier so eine Zeugen Jehovas Nummer? Wir sollen mal mit ihnen über Gott reden, oder was? Aber das ist irgendwie mein letzter und ziemlich halbherziger Versuch, ihn davon abzuhalten, was wichtig ist zu sagen. Alter, du hast deine Scheinwelt, ich habe vielleicht meine. Fragt sich, wen die Begegnung mit sich selber härter trifft. Willst du damit sagen, beginne ich, und klinge ehrlich gesagt wie ein bockiger Fünfjähriger, ich will gar nichts damit sagen, Alter. Du musst das selber entscheiden. Ich glaube. Ja, toll. Und das ist dann die Lösung, oder was? Ja? Das liebe Jesu-Leiden und dann alles wird gut, das ist doch scheiße. Hör mal, redest du eigentlich selber mit dir so? Hä? Ich glaube, beginnt Holger. Eher stiller als dringlich. Ich glaube, Alter, dass der Meister da oben sich das einiges hat kosten lassen. Diesen blödsinnigen Versuch zu unternehmen, klarzustellen, dass er mich leiden kann. Ach, was sage ich? Dass er mich lieben kann. Und das ist diese ganze Jesus-Sache. Wer bin ich, dass ich von mir irgendetwas anderes glauben sollte? Von mir? Echo ich? Verstehst du was von Liebe? Willst du mich verscheißern? Das ist doch gerade mein Problem. Alter, ich verstehe auch nichts davon. Außer, dass das eine große Sache ist. Unter anderem auch zwischen mir und ihm da. Und das lebe ich mit Brüchen und Ecken. Und ich bin irgendwie ehrlicher mit mir geworden dadurch. Hey, und freier mit den Menschen. Und das mag ich am meisten, viel freundlicher mit mir selber. Ich starre noch einen Moment in die flackernde Flamme der Kerze auf dem Tisch. Ein bisschen leer im Kopf, aber irgendwie ganz angenehm um die Herzgegend. Los, Mann. Olgas Hand klatscht auf meine Schulter. Lass mal austrinken und schauen, ob drüben in der Kirche noch wer rumhängt. Hey, danke fürs Zuhören.